200 Jahre Berliner Zoo in diesem Jahr, 2024. Und 100 Jahre Bund der Nachkommen Berliner Missionare in Südafrika. Also 100 Jahre und 200 Jahre, das wollen wir heute feiern. Etwas Traurigkeit, denn der Bund der Nachkommen Berliner Missionare wird auch heute geschlossen, feierlich geschlossen und im Namen Gottes geschlossen. Und wir tun das mit Dankbarkeit. Und so wie die Berliner Missionare nach Südafrika kamen im Namen Gottes, so wollen wir auch heute im Namen Gottes feiern und Gott danken für 200 Jahre Berliner Mission, für 100 Jahre der Unterstützung der Berliner Missionare nachkommen. Ich werde heute nicht den Gottesdienst gestalten. In guter Berliner Art werden wir alle Priestertum aller Gläubigen sein und wir wirken alle zusammen mit in diesem Gottesdienst. Vielen Dank für alle, die bereit waren, mitzuwirken. Denn die Predigt laufen, ansonsten sage ich sehr wenig, sondern die Nachkommen der Berliner Missionare werden heute Gottesdienst feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir singen das erste Lied, 3, 6, 5, und wir singen die Verse 1, 3 und 8. 3, 6, 5, die Verse 1 und 8. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit. Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit. Tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit. Steine sammeln hat seine
Herzen hat seine Zeit. Aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit. Verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit. Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit. Zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit. Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit. Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit. Friede hat seine Zeit. Gehört, ein jegliches hat seine Zeit. Und auch heute sind wir hier, weil auch dieses ein Zeitabschnitt ist, der heute hier stattfindet. Wir sind hier, um die Arbeit der Berliner Missionsgesellschaft in Südafrika zu feiern und auch den Bund der Nachkommen Berliner Missionare zu schließen. Und um Gott für die Gnadengaben zu danken, die wir und andere durch diesen Dienst erhalten haben. Unsere Traurigkeit über das Ende dieses Dienstes wollen wir bekunden und erneut unseren Glauben an Jesus Christus bekräftigen. Lasst uns dankbar sein für Gottes Gaben, ehrlich in unserer Trauer, und offen in unserer Liebe, im Vertrauen auf Jesus Christus, der einzige Haupt der Kirche. Der Gottesdienst markiert das Ende einer Ära. Ein Werk neigt sich zum Ende zu, aber der Herr, unser Gott, regiert für immer. Wir singen das Lied 369, die Verse 1 und 7. 369, die Verse 1 und 7. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und den Herrn Jesus Christus. Wir wollen beten. Allmächtiger Gott, wir versammeln uns heute in Dankbarkeit um ein Jahrhundert des Glaubens, der Hingabe und des Dienstes zu feiern. Wenn wir über dein Wort nachdenken, mögen unsere Herzen mit Hoffnung erfüllt sein, unsere Geister gestärkt werden und unsere Mission erneuert werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.
lese aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6. Paulus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Heute ist ein besonderer Tag. Das Jahr 2024 ist ein besonderes Jahr. Die Berliner Missionsgesellschaft, heute Berliner Missionswerk, feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen. Der Bund der Nachkommen Berliner Missionare feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Heute ist also eine Zeit der Freude und des Dankes, aber auch eine Zeit des Nachdenkens und der Hoffnung. Wir hören wieder aus unserem Text: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Am 29. Februar 1824 wurde die Berliner Missionsgesellschaft gegründet. Und zu dieser Zeit gab es eine ganz starke Hoffnung, die Hoffnung, worüber unser Predigtext spricht. Die Hoffnung war: Geh hinaus in die Welt mit der Botschaft Jesu Christi und verkündet diese Botschaft allen Menschen, damit sie diese Botschaft hören, glauben und gerettet werden. Und diese Hoffnung trug so viele Menschen, dass ihre Häuser verließen, ihre Familien verließen, nach fremde Länder gingen, unter anderem Südafrika, um dieses Evangelium zu verkündigen. Und viele sind nicht wieder nach Hause gekommen. Die Hoffnung hat sie getragen. Die lebendige Hoffnung, die hier beschrieben wird, ist die gleiche Hoffnung, die uns heute noch trägt. Die gleiche Hoffnung, die immer noch die Grundlage unseres Glaubens ist. Und diese Hoffnung ist lebendig, weil Jesus Christus lebt. Wir sagen, 200 Jahre sind eine lange Zeit. Das sind sie. Aber Jesus Christus lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung kann Leben verändern, Menschen durch die Wirkung des Heiligen Geistes zum Glauben bringen und Kirche gründen. Die Berliner Missionare kamen nach Südafrika mit der Hoffnung, mit der lebendigen Hoffnung Jesu Christi, und sie wollten sie verkündigen und haben das auch getan. Waren sie perfekt? Ohne Fehler? Ganz bestimmt nicht. Ich bin selber Nachkommen eines der Berliner Missionare, die haben Fehler gemacht. Waren die Menschen ihre Zeit und ihre Tradition? Ja, das waren sie. Genau wie wir, die heute hier sitzen, es sind.
keine perfekten Menschen. Menschen, die Fehler gemacht haben, auch Fehler gemacht haben. Aber es waren Menschen, die den Ruf hörten, das Evangelium zu verkündigen und gehorchten und gegangen sind und dieses Wort verbreitet haben im Namen Gottes. Ich denke, viele von uns wissen es, heutzutage wird die Arbeit der Missionare oft kritisch und negativ gesehen. Ich verstehe das nicht. War die Hoffnung, die 1824 die Missionsgesellschaft ins Leben rief, und die Hoffnung, die 1924 den Bund der Nachkommen Berliner Missionare gründete, eine falsche Hoffnung? Wenn sie eine falsche Hoffnung war, dann wären wir heute nicht hier. Wir glauben noch. Wir haben die Botschaft gehört. Wir haben geglaubt. Wir leben sie. Wenn es eine falsche Hoffnung gewesen wäre, dann hätten wir nicht heute über 600.000 lutherische Christen in Südafrika, in verschiedene Kirchen. Und viele davon stammen aus der Arbeit der Missionare. Viele. Wenn diese Hoffnung falsch gewesen wäre, dann würde unser Land sehr anders aussehen. Denn die Missionare haben viel getan und sehr viel beigetragen. In den letzten Jahren sind viele durch diesen Dienst zu Christen geworden. Die Arbeit und Mühe der Missionare war nicht umsonst. In den vergangenen 200 Jahren wurde der Auftrag Jesu Christi, allen Menschen das Evangelium zu verkündigen, treu ausgeführt. Und hat durch das Wirken des Heiligen Geistes ganz, ganz viele Leben verändert. Und das feiern wir heute. Ich sage wieder, natürlich waren die Missionare nicht perfekt. Natürlich haben sie Fehler gemacht. Sie haben das Wort Gottes an den Menschen gebracht. Und nicht nur das, sondern viel mehr. Vers 4 sagt, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwerblichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Dieses Erbe, das unseren Vorfahren und uns verheißen wurde, ist ewig. 200 Jahre her kamen die Missionare mit dieser Verheißung nach Südafrika. Und sagten, wir verkündigen das ewige Leben und niemand kann dies von uns nehmen, denn es ist für uns im Himmel aufbewahrt. Jesus Christus ist auferstanden. Er hat gesiegt. Und niemand kann das wieder nehmen. Und heute sitzen wir hier und glauben das gleich. Die Arbeit der Missionare war nicht immer einfach. Ramona und ich haben viele Unterlagen meines Großvaters, wo er seine Reisen gemacht hat, was er erlebt hat. Es war aber eine Arbeit der Hoffnung. Die Missionare kamen mit Hoffnung und verkündigten diese Hoffnung. Die Nachkommen der Berliner Missionaren 1924 hatten die Hoffnung, wir Berliner, die Nachkommen, werden einander versorgen und füreinander da sein. Heute sind wir wieder da. Und ich glaube, viele sind auch füreinander. Ich möchte schließen mit Worten von Steve Maraboli. Er schreibt, die Wahrheit ist, dass man nicht weiterkommt, wenn man nicht loslässt. Wenn man sich nicht selbst vergibt, wenn man der Situation nicht vergibt, wenn man nicht erkennt, dass die Situation vorbei ist. Die erste Lesung heute, alle Dinge in dieser Welt, in diesem Leben ändern sich. Unsere Pläne ändern sich.
Unsere Situation ändern sich. Das Leben geht weiter. Heute kommen wir zum Schluss einer Zeit. Wir sagen, dieser Bund wird heute geschlossen. Damit sagen wir nicht, unsere Hoffnung geht zu Ende. Im Gegenteil. Wir sagen, in der Hoffnung, in dem Wissen, dass Jesus Christus regiert, in dem Wissen, dass unsere Vorfahren gekommen sind, weil sie dies wussten und verkündigt haben. In diese Hoffnung, in diese Gewissheit schließen wir nun ein Kapitel unserer Geschichte. Und wir tun das in Dankbarkeit, mit Hoffnung und mit dem Wissen, dass die Botschaft Jesu Christi, die Hoffnung, die er uns gibt, weiterleben wird, weil Jesus Christus lebt. Wir wollen gehen. Also Gott, wir danken dir für jeden, der nach Afrika kam, um dein Wort zu verkünden. Es waren keine perfekten Menschen, die haben Fehler gemacht, die waren oft schwach. Die lebten aber aus deiner Gnade und haben diese Gnade verkündigt durch Wort und Tat. Wir danken dafür. Aber vor allem danken wir für die Hoffnung, die nur du gibst, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir singen das nächste Lied. 316, die Verse 1, 4 und 5. 316, 1, 4 und 5. Gesellschaft gesegnet und die Gaben der Missionare und Mitglieder genutzt, um Hilfe und Heilung zu bringen und im Leben, um Leben im Namen Jesu zu verändern. Dies feiern wir heute und nun bitte ich Günther, Helga und Ilse nach vorne zu kommen. Gracias.
Ja. Ja. Eine Nacht. Erstmal. Ich kann nicht nur sagen, wir haben gesagt, im Auto können wir wohnen. Ja, ja, das glaube ich mal. Ja. Als Abkommen der Berliner Missionare habe ich denn also das Buch von Linda und Ese. Bisschen nachgeforscht und da sah ich, dass mein Abkommen ist von so einer Art, dass ich von 1865 und noch eher, um weit zu sagen, die Postel 1847, also Nachkommen bin von Missionaren, die so allmählich also im Lande reinkamen. Und dass ich wahrscheinlich meine Nachkommen, meine Vorfahren gemäß von Mutterseite sowie von Vaterseite. Von Mutterseite sind die hohe Familie Winter und so weiter und von Vaterseite natürlich Postel, Beuster und den Trümpelmann noch, die alle ja also mitgewirkt haben und da wirklich irgendwie Herz kam. Jedenfalls, wenn ich nur ein Zeugnis ablegen muss, dann muss ich sagen, wenn ich nun nach das heutige Südafrika gucke, dann sage ich, ich glaube, dass die christliche Charakter unserer Volkes, also Südafrika, nicht möglich wäre. Wenn nicht, das gilt nicht nur die Berliner Missionare, aber alle, die mitgewirkt haben, um die frohe Botschaft von Jesus Christus auszutragen. Und dass da so viele also Christen geworden sind und also auch heute noch unser Schicksal bestimmen als Regierer, die also auch Gläubige sind. Ich glaube, ein anderes Zeugnis, was ich sagen will, und da möchte ich gerne mal Afrikaans reden, ich glaube, dass die größte Gelehrte von den Nachkommen ist die Nachkommen schon nicht. Alle is verspreid oor die land, en nie net oor die land, maar oor die wêreld. Want net soos wat die bydraes van die Berlynse sendlinge hier in Suid-Afrika op geestelike gebied en geloofsgebied, word daar en is daar ook groot bydraes gelewer op kulturele gebied en ook om die beskawing in Suid-Afrika in te bring. Ek dink daar vooral aan die taal. In my voorsaarde was daar nou my oupa grootjie wat met 'n span die Sotho Bybel vertaal. En ek, as ek daar oor nadink, dan dink ek, maar watter taal moes hulle eers ontwikkel as 'n skryfstaal, voordat hulle hom kon vertaal? Dit moet ons eerste skryfstaal wees voordat hulle vertaling kom. En dat die verskriklike prestasie, ek dink nog altyd word nie ordentlik gewaardeer, wat dit moontlik gemaak het. Ek het byvoorbeeld ook, terwyl ek in die sent was, het daar van die studente na my toe gekom, en natuurlik omdat my naam Trippelman nie gewoon is nie, hulle gevra, ons sing in die kerk liedere, is daai Trippelman, is dit familie van jou? Toe kon ek met trots sê, ja, dis my oupa grootjie wat daai liedere vertaal het van die Duits in Sotho en so voort. So daai bydra. En dan weet ons ook natuurlik dat veral in die Berlynse sending, as 'n mens kyk na die afstammelinge, jy kyk wat 'n rol hulle almal gespeel het en nog steeds speel in die landsbestuur, in die ekonomie, besigheid, wetenskap. Jy kan maar enigiets gaan. Jy sal almal oral kry hê of afstammelinge of werklike persone wat nog nou verbindings het met die Berlynse sending. En natuurlik ook met die Duitse assaults leier gesien. So al hierdie faktore
maak vir my dit die moeite werd om te kan dink dat ek is 'n afstammeling van daai pioniere wat bereid was om alles te verlaat ter wille om die blye boodskap uit te dra aan die volkere van die wêreld en hier spesifiek in Suid-Afrika en om dit groot uit te doen. Wat vir my nog meer werkwaardig is, is die voorbeeld wat hulle gestel en wat hulle gedoen het. Natuurlijk was daar ook van hulle wat het nie kon volhou nie. Ons weet selfs in Lilla se boek, daar sou ek sê ook gevalle genoem wat dit is. Maar so baie het deurgedruk en geweldige prestasies behaal wat ongekend is. Eintlik as 'n mens dink aan menslike vermoëns, opofferings, deursettingsvermoë ensovoorts om dit so ver te bring. Om hierdie land ook 'n toekoms te gee waar op ons almal baie trots is. Ek dink daar was soos wat Martin Ruder ook gesê het hierso wat mense was het ek al gesê daar was ook baie wat foute gemaak het en ek het dit nou veral beleef in my eie familie. Ek weet dat die oorspronklike Trimpelman se seuns ook pastoor geword. Zendelinge op pastoor geword. My oupa was ook gesendeling gewees in Balmanstal. Maar in familiegesprekke het ek ook agtergekom dat daar baie verbittering ook gewees. Veral na die Tweede Wêreldoorlog wat my pa nou gesê het, hy het dit ook oorleef om sendeling op predikant te word, maar gesê die Christene en die kerk het my ouers gruweloos in die seep geraak. Want daar was 'n familie van 11 wat versorg moes word en dit was juist waar hulle geweldige hoë eise gestel het en hulle moes in die mas opkom sonder hulp van enige gelowige of nou ja, praat nie eers dit is oorlog in Duitsland gewees natuurlik, maar nog dan. Dit was groot teleurstelling. En selfs nou nog, dit is so, my eie seun is ook nog predikant gewees. Hy is ook van die kerk vervreem. En dit is nie meer moontlik. En so gebeur dinge wat 'n mens as Christen baie ontstel en seer maak. Maar dit is deel van die lewe. Ek dink ek wil afsluit, ek dink ek genoeg sê daaroor, dat ek glo ook dat dit is nie 'n gebou, dit is nie 'n gemeente nie wat die blye boodskap oordra. Maar dit lê in die harte van elkeen van ons. En soos wat die nakomelinge ook nie meer almal aan die Evangelies Lutherse Kerk behoort nie, baie van hulle het ander tuistes gevind, ook in die Christelike denominasies en hulle voel dat hulle daar hulle bydra. Aber das war fließendes Wasser, so wir haben die Pelasia bekommen.
Trevino hatte ein Lehrerseminar. Unser Vater war der Führer von vom Lehrermissionar, ach, vom Lehrerseminar. Und da waren viele von den Missionarsnachkommen sind Lehrer geworden und wurden auch Lehrer in Mochabele. Sogar Jäckel. Die wohnten so und schräg gegenüber. Da waren so zwei kleine Knirpse. Und da war die Familie. Mein Vaters Freund, Endemann. Aber zwei Endemann-Brüder, die waren auch da Lehrer für der Weile. Und da war Johann Zmeier war auch da. Johann Zmeier. Walter. Vor unserer Zeit. Ja. Der war nicht da, als wir da waren. Als wir da waren, war der Missionar Kramer. Und da war Dorothea Prozeski. Die hat auch da unterrichtet. Da war aber noch ein. Und die hatten alle ein Haus da. Und wir hatten ihre Kinder da. Und wir waren 20 Kinder, deutschsprachige Kinder, die miteinander gespielt haben. Und da war ein Schwimmbad, wir konnten schwimmen, da war ein Tennisbahn und wir haben uns auch da gekannt, obwohl wir verwandt sind. Ja, wir waren zusammen und sind zur Schule gegangen. Also da war geregelt worden, dass sie am Montagmorgen zur Schule fuhren. Und dann, aber seid ihr mit uns gefahren? Ja, wir waren zusammen geblieben. Wir waren zu viele, deswegen. Wir waren sechs Kinder. So, wenn wir zur Schule fuhren, war das auch gefahren. Montag seid ihr zur Schule gegangen? Montag sind wir zur Schule gefahren und wir haben uns gefreut, wenn es viel geregnet hat. Da war ein Kehrungsbrett, wo man da unten kommt. Ja, weil es so weit weg war, aber es war auch Kriegszeit, so Nachkriegszeit. Und ich meine, die Frauen konnten eigentlich nicht Auto fahren, sie haben später gelernt. Ja, das war, wenn ich hier auch reinkommen kann. In Butcherville, ich bin auch dort aufgewachsen zur gleichen Zeit. Ja, ich glaube, wir waren zusammen. Ja. Mein Vater hat dann bei Onkel Gerhard Parkendorf übernommen, als er dann nach Johannesburg besetzt wurde. Ja. Mein Vater, als ich war so 5 Jahre alt gewesen, als ich zum ersten Mal in Butcherville kam. Und dann niedrige Schule, also die Lahrschule, war ich in Middelburg Lahrschule gewesen. Und wir haben dann Wochenende, ich war auch so als ein Schüler eingewählt, ich war in die erste Lahrschule in Middelburg. Und dann Wochenende sind wir dann nach Hause gekommen und so geärgert, dass hatten wir eine wunderbare Zeit da in Butcherville. Ja, und dann hatten wir natürlich am Sonntag gewöhnlich Deutschunterricht mit Tante Bäuerin gehabt. Und Jost hatte natürlich, und dann hatten wir am Sonntag natürlich unser Kindergottesdienst gehabt, vor allem bei Tante Jost. Und die hat bei euch gewohnt. Ja. Es war eine wunderschöne Zeit, da war auch. Für die Schüler mussten da Sachen gekauft werden. Und der Ochsenwagen wurde schon abends aufgestellt. Der Ochsenwagen stand so
kurz vor unserem Haus, zwischen unserem Haus und dem Schulgebäude. Und dann waren die Lokskaja waren alle schon rausgetan. Und dann morgens um 4 sind sie eingespannt worden. Und dann ging der Zug los nach Mittelburg. Und die haben dann da Einkäufe gemacht und abends gegen 4 kamen sie wieder zurück. Und das war schön für uns. Wir sind sie entgegengelaufen und öfters haben sie uns auch noch mit aufgeladen. Und ich war sogar einmal ein toller Ja, das ist richtig. Wenn es geregnet hat und alles war verspült, dann musste wieder ja, Weg. Dann sind wir aber auch mitgefahren. Es war aber, und da wurden Ochsen geschlachtet. Ein Ochse, denke ich, in einer Woche. Wir durften nicht, es war gerade so Uhr unser Haus. Wir durften nicht gucken, wie es passiert ist. Aber natürlich als Kinder haben wir immer versucht, zu schielen. Auf unserem Grundstück war da ein sogenannter Eisschrank. Ja, Kühlschrank, ja. Bei mir Wasser, ja. Ja, mein Kühlschrank. Und dann sind sie immer hingegangen und haben, da bei uns haben sie dann das Fleisch geholt. Meine Mutter, Kramer, war der Missionar. Die Schwarzen, die krank waren und Pillen gesucht haben, sind zu Kramer gegangen. Aber von den Studenten, wenn die was hatten, sind zu meiner Mutter gekommen. Meine Mutter hat eigentlich viel dadurch gelernt. Dadurch wir auch. Aber Vacciavillo war schön auch, wenn es Ostern war. Dann sind die Schwarzen für Studenten in den Berg hoch und dann da auf eine Trompete geblasen. Früh morgens, noch im Dunkeln. Und dann haben sie eine Andacht bei einem Grab gehabt. Und dann war da der Gottesdienst in der Kirche. Was kann ich noch sagen? Ja, das ist sehr schön. Das war sehr schön. Kann ich nur was dazu sagen, wie Vacciavillo entstanden ist. Mein Urgroßvater Alexander Marinski ist rausgekommen 1859 mit Heinrich Grützner. Er hat versucht, in Swaziland anzufangen, aber der König, der Häuptling, der wollte ihn nicht sehen. Der war grausam für seinen Volk. Er hat eine Einstellung gehabt, wenn ich jemanden töten will, dann töte ich ihn. Er hat selbst, also es war ein grausamer König, der hat da lange versucht. Dann hat er angefangen in Leidenburg und in Leidenburg in Charatau war er gewesen und und von da aus ist er geflüchtet vor den König, vor Sikke Kuni. Weil Sikke Kunis Frau, ja, eine von seinen Frauen, wurde ein Christ und wollte mit Alexander Merensky zusammen sein. Und auch ein Bruder von Sikukuni. Und dann ist der Alexander Merensky, der hatte schon vorher einen Grund und Boden gekauft in der Nähe von Middelburg, und das ist Vacciavillo. Das hat er für 500 Pfund gehabt. Er konnte das kaufen, weil er in Südafrika wohnte. Die Berliner Mission war nicht erlaubt, das zu kaufen. Ein Ausländer war nicht erlaubt, zu kaufen. Ich habe selbst die Transferdeeds und alles rausgesucht hier aus der Library und so. Und dann hat der Vacciavillo angefangen. Und Vacciavillo heißt Zuflucht, Flucht. Und da gibt es selbst noch ein Vacciavillo. Da gibt es ein Vacciavillo in Freistaat. Ja. Und der Vacciavillo hat dann da angefangen. Das erste war ein kleines. Er ist geflüchtet vor Sikke Kuni mit seiner Frau. Die hat ein Baby. Das erste Kind von 8 Kindern musste er flüchten. Er hatte einen Ochsenwagen gekriegt von einem
Bauern aus Leidenburg und er ist immer in Stierfurt geflüchtet. Und es hat wahnsinnig geregnet, der Stierfurt kam herunter. Alexander Marinski mit seiner Frau und dem Baby sind über und 50 Schwarzen sind über den Stierfluch. Und das hat so wahnsinnig geregnet und Sikekuni wollte hinterher, war auf Kriegsfahrt und der Fluss kam herunter und dann konnte er nicht durch. Und dann haben die Schwarzen gesagt, das war Moses. Das war Moses. Und dann hat er Bocciabillo geflüchtet und hat dann erst ein kleines Kirchlein gebaut. Das erste steht jetzt noch da. Und dann fing er an, Bocciabillo diese beiden von der Gemeinde rein, Corbelli und Bocapa. Zwei verschiedene schwarze Stämme haben dann angefangen da, mit ihm. Von den 50. Und das sind natürlich dann gerne. Und dann natürlich hat er dann ein Seminar gebaut, Wagenbauerei, die Kirche gebaut, mit Hilfe, viel Hilfe von drüben. Und dann sind ja die Kramers und alle die Paschendorf, Nietzsche, die haben alle geholfen. Das sind alles, die da in Bocciabillo dann gekommen sind. Mit der Grundschule, Mittelschule und Seminar. Dankeschön. Wir werden nachher noch Gelegenheit geben, wir wollen mit dem Gottesdienst weitermachen und wir werden jetzt auch noch. Aber vielen Dank, Ilse. Okay, ganz kurz noch. Ne? Ganz kurz, und wir werden nachher wieder Gelegenheit haben, um noch zu erzählen, nach dem Gottesdienst. Ich wollte erzählen, dass meine Eltern, Ernst und Hildegard Teuschner, denen wurde außergewöhnlich in Deutschland erlaubt zu heiraten, weil sie brauchten einen verheirateten Missionar in Tansania, also in Tanganyika damals. Da sind sie dann ausgesandt worden, dann brach der Krieg aus, mein Vater wurde in Südafrika interniert und meine Mutter mit den 6 Kindern in Rhodesien, weil Südafrika keine Frauen und Kinder beherbergte nach dem, was in dem Burenkrieg passiert ist. Und die Farmer waren uns sehr wohlgesinnt, haben uns immer mit Früchten und mit Obst und Gemüse versehen und wir haben es gut gehabt. Dann nach dem Krieg kamen wir auf die Missionsstation Bethanien, 40 Meilen südlich von Bloemfontein, waren 5 Jahre dort und dann wurde Gold im Weltraum gefunden und viele Schwarze kamen aus ganz Afrika zusammen. Und da wurde mein Vater dorthin versetzt, weil meine Eltern Swahili kannten. Und mein Vater sagte, da hat er auch einige von seinen alten Gemeindegliedern wieder getroffen aus Tanganyika. Dann waren sie aber 1964 wurde Tanganyika unabhängig, hier heißt Tansania. Und über Tansania. Und dann war die Missionsarbeit aber schon gut gefestigt und mein Vater hat auch die deutsche Gemeinde da versorgt. Dann war ich nun im Studium. Nee, das heißt, erst habe ich meine Schularbeit fertig gemacht und dann bin ich nach Emmaus geschickt worden für ein Jahr, habe ich da im Haushalt geholfen. Und darum möchte ich auch was erzählen von der Teuschner Familie. Schwester meines Vaters, Magdalene, die wurde Ärztin und heiratete Bernhard Schiele, den Missionar. Die kamen nach Südafrika und sind dann aber sehr bald nach Swasiland versetzt worden. Und waren lange dort bis zum Krieg, wurden auch interniert und kamen nach dem Krieg nach Emmaus, wo ich dann half. Der zweite Bruder, Karl, wurde Missionar und kam nach Südafrika, war auf Blauberg und wurde dann durch den Krieg in Deutschland festgehalten. Und er kam in die russische Zone, konnte nicht mehr raus. Machte auch seine 6 Kinder dort groß, aber
weil sie dort im russischen Sektor waren, durften sie nicht studieren. Damals konnten sie noch über die Grenze. Die Oma, die wohnte in West-Berlin und da konnten sie dann noch studieren. Die Älteste ist Lehrerin geworden, die anderen beiden Physios und die Jüngste ist bei den Eltern geblieben. Die hatte Kinderlähmung in beiden Beinen. Dann war da noch, oh ja, ich wollte noch von Herrn Magdalena Schiele erzählen. Ihr Sohn wurde auch Missionar und auch in Swasiland mit seiner Frau Leonore zusammen. Die ist jetzt gerade vor kurzem gestorben. Und bei ihrer Beerdigung wurde sehr schön erzählt, was sie alles geleistet hat. Sie hat wirklich viel geleistet in der Mission, Leonore. Ihre Tochter, eigentlich sind da noch drei Kinder, die leben. Dann die Tochter von Tante Magdalene, Maria Paula, die immer Marpa genannt wird. Sie wohnt mit ihrem Vater, ihrem Mann noch in Eden Village hier in Johannesburg. Also die leben auch noch. Dann von Onkel Karl ist niemand wieder nach Südafrika gekommen. Und die jüngste Tochter war Lydia, die konnte leider nicht studieren, weil die Oma, da war diese Inflation, hat dadurch ihr ganzes Ersparnis verloren und konnte die jüngste nicht studieren, sie blieb dann in Deutschland und heiratete einen Pastor. Familien, die auch hier in Südafrika gewirkt hatten, nennen. Dankeschön. Der einem anderen die Liebe Christi gezeigt hat, für jeden stillen Akt des Dienstes, der einen den anderen geholfen hat, für jedes Loblied, das dir aus der Tiefe eines dankbaren Herzens dargebracht wurde, für jedes Gebet, das hier gesprochen wurde, um dir Ehre und Ruhm. Für alle Wege, auf denen du Menschen geführt und geleitet hast. Für all diese Gaben des Dienstes sagen wir dir, Herr, Lob und Dank. Wir beten zusammen das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen auf dem Lied 329 die Verse 1 bis 3. 3, 2, 9, 1 bis 3. Is your love beyond the bounds?
Wir haben heute einen Festgottesdienst hier, war auch ein bisschen Traurigkeit. Wenn ich traurig bin, gucke ich gerne, was sagt die Bibel darüber. Ich lese euch vor, aus Jesaja 43, Vers 18 und 19. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich weiß nicht, was ist eine Einöde, oder ich wusste nicht, ich habe es auch gesucht. Wenn wir es übersetzen, in Englisch ist es Wasteland, es ist harte Steppe, es ist Trockenland. Und für mich ist das, wir sitzen in diesem Land, das ist meine Vision, dieses harte Land, Südafrika oder die Welt. Und der Wasserstrom, der durchkommt, ist das Evangelium und Jesus, das wir weiter verkündigen müssen. Ich glaube fest, dass wer seine Hand am Fluch legt und nach hinten guckt, geht krumm fliegen. Wir müssen jetzt zusammenstehen und weitermachen, wo unsere Vorfahren angefangen haben. Und weiter einfach auf das Fundament, das sie gegeben haben, weiter arbeiten. Es ist viel leichter jetzt. Früher haben sie jetzt einen Ochsenwagen und Pferdekutschen. Wir haben Elektronika, elektronische Autos, ist sehr viel leichter, um alles zu tun. Ich lasse euch mit dem Gedanken, den ihr bitte mitnehmen sollt. Lasst uns mit aufrichtigem Herzen herantreten und fortbewegen in voller Gewissheit des Glaubens. Ich lese jetzt vor aus dem Hebräer 10, Verse 19 bis 22. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum aller, ich bin jetzt genauso, zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst. So wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Wir haben also einen ganz unvergleichlichen obersten Priester, der über das Haus Gottes gesetzt ist. Darum wollen wir von Gott hintreten und offenen Herzen und im festen Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Und das ist weiter oder wird hier so gestellt. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis unserer Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er, der verheißen hat, ist treu. Und lasst uns überlegen, wie wir einander anspornen können zur Liebe und zu guten Taten. Weder eine Gesellschaft noch ein Gebäude. Ihr seid es, die von Gott berufen seid, Nachfolge Jesu Christi zu sein. Die Gemeinde Jesu Christi braucht euch und eure Gaben, die der Geist in euch eingepflanzt hat, um den Leib Christi zu stärken. So wollen wir den Gottesdienst mit dem Segen Gottes abschließen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.